Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Quadriga. Wir sind hier richtig gut unterwegs eigentlich, ne? Außer letztes Mal waren wir nicht so gut unterwegs. Wir werden jetzt hier weitermachen. Wir gehen ins nächste Rennen rein. Was war das? 9 Leute, irgendwie 19.000 gibt es als Sieg. Um hoffen, dass der Dene hier was reißen kann. Auriga Brawl. Your nearest opponents are fighting each other before the race. Das ist schon mal, glaube ich, nicht schlecht für uns. Der hat hier was abgekriegt und der hier, angeblich. Aber kaum der Rede wert, scheinbar. Und du müsstest hier mal ein bisschen Gas geben. Mein lieber Freund. Kommen die vor mich irgendwie? Das wäre natürlich scheiße. Aber nee, wir sind mittendrin. Ich glaube, wir dabei. Ist doch schnell. Wir lassen uns schon mal nach außen bringen, oder? Wir bringen uns schon mal nach außen. Haha, jetzt wird's schwierig. Wir müssen sowas machen. Alle haben das gleiche. Den gleichen Gedanken. So, hoffentlich haut mich keiner. Wir müssen ein bisschen schneller sein als er hier. Das wäre cool. Leider passiert das gerade nicht. Jetzt haben wir Schwein gehabt. Wir wollten beide auf mich, ey. Hast du das gesehen? Der hat sich schon mal lang gemacht. Das ist schon mal gut für uns. Jetzt können wir einen außen gehen. Der geht sowieso einen außen. Normalerweise. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, wird der doch schon wieder irgendwas machen. Ich schwöre. Oder nicht? Oder wird er auch Gas geben? Man weiß es nicht. Er gibt kein Gas. Sehr gut. Oh nein! Wir haben das Pferd leiden lassen. Das ist nicht so gut. Aber jetzt gehen wir hier, glaube ich, in... Ne, da ist noch einer. Da ist er. Den werden wir noch einholen, hoffe ich. Na. Den werden wir doch wohl noch einholen hier, oder? Leute. Den holen wir noch. Den holen wir noch. Und jetzt sofort. Schnell. Schnell. Schnell, schnell, schneller! Oh, scheiße. Das wird nicht reichen. Ich hab's gewusst. Ich hab gehofft, dass es reicht, aber es hat dann doch nicht mehr gereicht. Scheiße. Du bleibst, wo du bist. Bleib nur da. Das arme Pferd. Guck dir das Pferd an, ey. Verdammt nochmal. So. Stopp. Stopp. Ich hau euch in die Schnauze. Kommt in die Lasagne, das sag ich euch aber. Das war doch der Sieg, eigentlich. Das wär's gewesen. Ha! Arme Goal. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas. Wohl. Wenn es nicht so gut ist, wenn man fährt. Aber wir wollen hier nicht hier hinten abgeigen. Das war nicht ich, oder? Bitte nicht, war ja das. So, wir müssen jetzt rein in die Kurve. Bäm, so, fährt kaputt? Nein, nicht kaputt genug. Wir fahren jetzt hier in die Kurve und gucken, was passiert. Sind zwei, auf zwei sind wir. Der ist auf unserer Spur natürlich. Nee, doch nicht. Nicht vertan. Tut mir leid. Wir gehen auf Gas. Ja, es war so klar. Es war so klar, du blödes Arschloch. Man fährt wieder am Leiden hier. Bämsle. Nächstes Pferd im Arsch. Scheiße. Gehe ich ein oder zwei? Ja, zwei. Hinten lag irgendwo was auf der Strecke, ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, so eine Peitsche ist nicht so schlimm. Guck mal hier, wie lahm wir sind. Meine Güte, ey. Der ist natürlich schneller, aber der wird hier auf uns auflaufen, hoffe ich. Lauf drauf, lauf drauf, lauf drauf. Jawohl. Na, schade. So, wir müssen hier vorbei, wir müssen hier vorbei, wir müssen hier vorbei.
Genau so müssen wir das machen. Und Gas geben. Wir müssen jetzt am Gas bleiben. Das ist, glaube ich, die letzte. Es ist, glaube ich, Zielgerade jetzt hier, ne? Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, es hilft. Wir müssen einfach nur Gas geben. Lieber Lott. Gott. Bums, das hast du gut gemacht. Das ist ein Bier nachher. Ich gebe dir einen aus. Oh, ist das überhaupt die letzte Runde? Oder kommt noch eine Runde? Ich probiere es mal. Wir haben gewinnen! Jawohl! Ah, da kann ich mich nochmal einbinden hier. Oh Leute, ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Wir haben gewonnen. 19.000 auf unser Konto. Jetzt. Sofort. Dankeschön, auf Wiedersehen. Nächstes Mal sind 6 Kollegen dabei. Der Däne hat ein Rennen gewonnen. Ist das nicht toll? So, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob wir hier was machen sollen. Also, ob wir hier bleiben wollen. Erstmal schon, ne? Wir wollen noch ein bisschen hier bleiben. Also ich hätte gerne noch andere Pferde, verdammt Scheiße. Wo kriegt ihr noch andere Pferde her? Okay, Production Leader, Travel and Skip Cost Half. Das ist der Fraktionsleader hier. Einmal. Mir ganz egal, wir machen nur ein Rennen. Wollen jetzt. Der Johnny Mahoney macht hier jetzt sein nächstes Rennen. Dann wollen wir mal schauen, was passiert. Trip. Terrible, terrible start. You get the worst acceleration. Ja, wow. Scheiß Beschleunigung am Ende, am Start. Müssen wir wippen, heißt das? Oder was? Wir wippen mal. Ich glaube, es wird so oder so scheiße. So oder so. Nut macht das schon. Nut wird das Ding hier gewinnen heute. Ich sehe schon kommen. So nicht. Gut. So nicht. Ich gebe nochmal Gas. Mit der Peitsche. Da hat er schon leicht grün hier. Ein hellgrün erwischt. Eigentlich müssen wir nochmal. Komm, wir müssen nochmal. Der geht natürlich. Kommt natürlich. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Natürlich kommt der. Nee, er geht. Oh, das ist nicht so ganz schlecht. Ah, da habe ich mich verzockt. Hast du gesehen? Aber wir sind jetzt innen. Mal gucken. Oder ich kann mir da was reißen. Wenn wir einigermaßen durch die Kurve kommen, ist ja alles gut. Ne? Wir versuchen es mal mit stabiler Leistung. Müssten wir vorne sein. Dann müssten wir theoretisch vorne sein. Ja, wir sind auch vorne. Wunderbar. Das hat geklappt. Weiter, weiter, weiter. Jetzt aber hier Gas. Aber Gas. Sowas von. Ja, der ist schneller. Der ist natürlich der, die schnelleren Gäule hier und so. Und wir haben. Gäule sind bei uns im Arsch. Der eine hier schon mal. Mit Gelb, ey. Das ist so kacke. Der wird das Rennen nicht überleben, glaube ich. Scheiße. Oh, ich habe die Kurve vergessen. Ja, okay, gut. Schwein gehabt. I have forgotten this curve. Stopp, 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 stopp. Stopp! Verdammt! Ich wollte ihn doch patschen. Gib ihm noch eine, noch eine. Scheiße. Tütülütütüt. Wir geben ein Gummi. Der arme Kerl. Das ist erst die zweite Runde, ne? Ja, ja, das ist jetzt Nummer 2, okay. Wir gehen mal stabil rein. Er setzt sich hinter uns. Das soll uns recht sein, ist mir ganz egal. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Mut! Ob du es schaffst, möchte ich ja wissen. Weiß nicht, ob es reicht, wenn wir hier 2 nach oben gehen. Ob das passt, ob das passt, ob das passt nicht. Ja, scheiße, ich hab's mir gewünscht. Das war ein falscher Fehler. Das hätten wir nicht tun sollen. Wir hätten Gas geben sollen, ne? Wir hätten Gas geben sollen. Wir gehen mal wieder 3 nach unten. Jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle, weil die ja, die geben alle Gas eigentlich auf der Spur hier. Hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Hätte ich wissen müssen. So ein Scheiße, Mann. Sind wir schon hier in der Kurve dran? Ah, locker. Versuchen wir hier zu bleiben.
Ist das unsere Bahn? Ja, ne? Scheiße. Das ist nicht gut. Ah, wir haben ein Schwein gehabt. Glück im Unglück. Wir müssen hier ein bisschen. Wir müssten hier nochmal einen auf. Ja, klar. Ne, leck mich doch. Ich dachte, weißt du, damit wir an dem vorbei und so, ja, ja, klar, klar, müssen wir natürlich die Bahn wechseln, aber war wohl nicht so scheiße, verdammt, verdreckte. Ich gehe zwei nach innen. Das wird so nichts. Sind wir schon an der Kurve? Nein, nicht. Das heißt, wir können hier Gas geben. Oh ja. Lass doch mal die Pferde in Ruhe, Mensch. Immer kloppt der da drauf, du. Die Arme. Die Arme. Die Arme. Die Arme. Oh, ist das lahm. Nee. Das wird nichts. Ich bin froh, wenn wir ankommen. Obwohl Dritter werden. Soll ich jetzt Gas geben? Hier in der Kurve noch. Ich bin schon wieder gelitten, ja. Ich weiß es nicht, Leute. Was so geil war. Und ehrlich. Den können wir vielleicht noch schnappen, wenn er nicht die Seiten wechselt hier. Nicht Kurve. Weißt du, was ich meine? Was macht der denn da? Wieso? Hä? Ist ja keine, ja, oder er. Ne? Irgendeiner kommt dann schon dazwischen. Da braucht man sich gar keine. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Irgendeiner wird einen schon hier aus dem Konzept reißen. Naja, jeder will gewinnen. Und schon ist das Ding im Arsch. Schade, Nut. Das hast du gut gemacht bis dahin. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang war das okay, aber wir sind wenigstens angekommen. Keine Toten, das ist ja schon mal was. Zumindest nicht auf unserer Seite. So, pass auf, 6 Teams nächste Mal. Rigatikos ist dran. Wir können ruhig nur eins fahren, denke ich. Ich hätte gerne Pferde. Wie wär's mit Pferden? The Roman Circus of Maxentius. Das heißt, das ist der beste Circus. Das ist das Endgame quasi. Ob ich hier im Endgame mit diesen Geschichten hier... Ich denke, wir müssen hier noch 2 Rennen machen und im Circus Maximus fahren wir dann das erste Rennen mit der Dirne. Oder? Ich würde es so machen. Race. Wir racen nur einen. Komm, wir machen nur einen. Eine Runde machen wir noch. Manic Sympathizer, me Sympathizer. Rigas won't half that wound of the race, of end of the race, end of the race, end of the race. Ist halbe Miete. Ja, ganz klar. Ganz klar ist das so. Ankommen ist die Devise. Scheiße, der. Na, hoffentlich kommen wir auch an. Das ist schon mal gut. Ist er hier noch nichts? Boah. Der hat auch schon einen leichten hier unten. Einen leichten Nack gekriegt. Da noch einen. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt Gas geben. Oh, aber brauche ich nicht wieder, ne? Du, mach dich weg. Mach dich weg. Machen Sie sich bitte frisch. Vom Tisch. Geh mal zwei nach innen, weil der doch bestimmt einen nach innen geht. Ja, das war auch gut. Er geht natürlich auch zwei. Ich krieg die Krise gleich. Dafür werden wir jetzt hier Gas geben in die Kurve rein. Ich hoffe, er überlebt. Nein, wir werden nicht Gas geben. Wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Er geht einen zurück. Hier auf der Bahn kann man ruhig peitschen, ja, das wissen wir schon. Hier raus zu peitschen wäre, glaube ich, doof. Du bleibst da hinten, bitte. So, und jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt müssen wir mal Gas geben, komm mal her. Psst. Der gibt auch Gas. Da oben ist natürlich besser mit Gas geben, weil er nicht aus der Kurve fliegen wird. Was natürlich scheiße ist. Wie weit ist die Kurve noch weg? Gar nicht weit. Wir würden höchstens, hoffe ich, dass wir höchstens einen nach außen getragen werden würden. Aber vielleicht nehmen wir einfach mal 2 rein.
Er peitscht nicht durch die Kurve, das ist gut. Stopp, stopp, stopp. Oh, er fährt gut. Oh, er fährt gut. Rigatikos, das hast du gut gemacht. Mein kleiner Rigatiki hat du gut gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute hier gekommen bist. Jetzt gibst du Gas und haust du ab. Jawohl. Das ist gut. Oh, Rigatikos. Du bist mein Held. Rigatikito. 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 Oh ja, wir müssen hier nach außen unbedingt. Mal so zwei, würde ich schätzen. Das ist nicht schlimm. Den holen wir gleich wieder, hoffe ich. I hope so. I hope so. Ich muss aber hier hin eigentlich. Vielleicht gehe ich mal noch einer hin. In der Hoffnung, dass er da auch bleibt. Nein, bleibt er nicht. Die Karre leidet. Die Karre leidet. Wir müssen Gas geben. Ist er schneller? Ja. Er ist leider etwas schneller. Leider Jottas. Gut ist, dass er da außen nicht peitscht. Muss ich dir mal so sagen. Das wollte ich dir mal eben so erklären. Dass der dich peitscht da außen, ist schon mal sehr, sehr gut. Also in der Kurve meine ich jetzt. Wenn der in der Kurve außen peitschen würde, dann wäre er noch schneller. Aber hier, das macht er nicht. Also bis jetzt hat er es nicht gemacht. Ich habe aufgepasst. Da, guck, er macht es nicht. Obwohl er es könnte. Jetzt galoppiere ich hier über diesen... Mann! Das muss doch nicht sein. Halt durch. Jawohl, super gemacht. Ich fahre jetzt drei nach außen. Er fährt einen... Weil er, weißt du, ich hasse es. Die wissen das halt, ne? Dass ich hier jetzt drei nach außen fahre. Fährt er einen nach innen und schon ist er wieder an mir vorbei, quasi. Ja, hier komme ich, hier komme ich. Doch. Jetzt kommst du mal auf mich, mein Freund. Bam, fährt im Arsch. Leider nicht genug. Soll ja nicht missgünstig sein, aber sowas so, das geht mir aber auf die Mühle. Oh, ja, klar. Jetzt kriege ich natürlich hier einen Schnappschuss. Egal, wir können hier durchpeitschen. Immer noch. Wir geben Gummi. Wir geben den Gummisalat. Und deswegen sind wir hier auch vorne, aber der könnte... Oh, ja, sicher. Weil unser Pferdchen schon wieder so gelitten hat, könnte das noch eng werden, wenn er peitscht. Könnten wir diesen Sieg hier noch tatsächlich verlieren? Also, verstehst du mich, moin? Komm, Baby. Oh no, Mama Mia! Es ist nicht weit! Halt, stopp, stopp! Stopp! Ich will nicht mehr, stopp! Hör auf! Komm, 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 komm! Boah, ey. Das war ja ein Fotofinish, sag ich dir. Schwein gehabt, wir haben immer nur 11.000 gewonnen. Okay, das waren nicht so viele, ne? Das waren nur 6 oder so. Ah, wir haben einen Sieg auf jeden Fall. Das hat er gut gemacht. Das war ein schönes Rennen eigentlich. Hat auch schon 5 Victories. Unsere Fahrer sind einfach Zucker. Ja, läuft. Die beiden liegen mit 5 Siegen vorne irgendwie hier. City, Fraction Leader. Rigatikos mit 5 Victories vorne. Die Grünen haben natürlich 16 Victories, Alter. Ey. Insgesamt so. Der Tiburtius. Ja. Wenn man so viele Siege erreichen kann, das wäre ja mal was zu wissen. Ne? Also das ist doch schon sehr schwierig. Wir haben 3-mal in der City gewonnen. Und beim nächsten Mal gibt es noch ein Rennen, was wir hier machen. Und danach gehen wir schon in Maximus. Und das ist Endgame quasi. Und da gucken wir mal, also hoffe ich, dass da mal ein paar Pferde auftauchen, ne? Also, seht dazu, bis nachher. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.